Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt hier im Train Simulator 2017. Heute mit der Mosel-Weinbahn, dem Triebwagen Lilly. Ja, wir begeben uns heute auf die Strecke von Traben-Trarbach nach Bulay als RB 85. Komm schon, da, RB 85. Und, nein, du sollst nicht an sein, du sollst ausgehen. Scheiß Scheibenwischer. Ja, Scheibenwischer. Na, jetzt ist er aus. Vielen Dank. Ja, wir fahren heute auf der RB 85 von Traben-Trarbach nach Bulay und sind unterwegs mit dem Regio Shuttle 1 von Renos Veniro, die im Auftrag von schienengebundener Personennahverkehr Nord, glaube ich heißt das, hier auf der Strecke unterwegs sind. Und ja, wir fahren mit den Triebwagen Lilly und Frieda als Doppeltraktion. Und wir schalten als erstes mal die Magneten auf Automatik. Dann einmal die SIFA ein. Die ist jetzt hier angegangen. PZB einmal an. Komm, einmal der Prüflauf. Gut. Perfekt. So. Haben wir sonst noch was? Lampenprüfung. Instrumentenbeleuchtung, die können wir noch anmachen. Aber wir können das Passenger-Innenlicht, also die Innenraumbeleuchtung, ausschalten, weil wir brauchen die nicht. Es ist ja hellichter Tag. Warum sollte ich die einschalten? Der Motor ist ja schon an. Aber da ist auch noch eine SIFA. Wusste ich gar nicht. Können ja mal noch den Schiebetritt links ausfahren. Uiuiuiui. Das sieht ja jetzt mal interessant aus. Und folgen Thumbnail. Und jetzt, wir haben hier schon BÜ1. Der Bahnübergang ist gesichert. Dann wollen wir das den auch gleich mal befahren. Wir dürften jetzt eigentlich gleich Abfahrt haben. Genau, da laufen die Türen schon zu. Der Schiebetritt ist zurückgenommen. Und dann wollen wir jetzt mal anfahren. Ich will mal den Spiegel beobachten. Ich habe das nämlich noch nie gesehen, wie der einklappt. So, wir befreien uns einmal nicht. Wir haben da vorne nämlich eh eine Langsamfahrstelle. Ist nämlich ein LF4 müsste das eigentlich sein. Kennzeichnung einer ständigen Langsamfahrstelle. Und da darf mit der Kennziffer 2, deswegen bremsen wir jetzt wieder runter. So, dann haben wir hier noch eine Pfeiftafel. 3, 3. Bedeutet nämlich circa 3 Sekunden lang pfeifen. Oder etwa 3 Sekunden lang. Und jetzt dürfen wir auch wieder beschleunigen. Die Beschränkung gilt nämlich nur bis zur Bahnübergangsmitte vermutlich. Und dann einmal befreien aus dem Startprogramm. Und ja, jetzt haben wir erstmal Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Der erste Bahnhof der jetzt folgenden RB 85 ist der Bahnhof Köwenick. Danach noch Bahnhof, also Haltepunkt. Das sind ja keine Bahnhöfe, es sind einfach eingleisige Haltepunkte. Aber wir fahren auf der Bahnstrecke Pünderich-Traben-Trarbach. Der Bahnhof Pünderich existiert ja nicht mehr, deswegen ist unser Endbahnhof der Bahnhof Bulay. Und ja, auf dieser 10 Kilometer langen Nebenbahn,
eingleisig nicht elektrifiziert. Kann man mal dazu sagen. Es gab Überlegungen im Zuge des Rheinland-Pfalz-Tag 2015, war das der, die Strecke durchgängig bis Koblenz zu machen und zu elektrifizieren. Die Pläne wurden aber mittlerweile wieder revidiert und gibt weiterhin stündlichen Shuttleverkehr von Bulai nach Traben-Trarbach. Man überlegt, in Traben-Trarbach einen weiteren Haltepunkt einzurichten, Traben-Trarbach-Schule. Ja, und wir gucken jetzt hier einfach mal ein bisschen mit der Mosel-Weinbahn rum. Ich muss schon sagen, ich mag diese kleine Stichstrecke auf Koblenz-Trier irgendwie. Die gefällt mir. Ich fahre die eigentlich recht gerne. Damit kann ich die Geschwindigkeit ganz gut halten. So, nächste Seite ist Köwenick. So, der müsste ungefähr hinter der Kurve kommen. So, Pfeifen. Sifa. Okay, noch nicht ganz hinter der Kurve. Ah, da ist die. Da ist das NE6 Haltepunkttafel. Ein Haltepunkt ist zu erwarten. So, da die hier aber im Bremsweg der Strecke steht. Ich davon ausgehe, dass diese Strecke einen Regelbremsweg von 400 oder 700 Metern hat. So. PP. So, und dann halten wir hier mal an. In Köwenick. So, wir halten kundenorientiert an. So, perfekt. Und wir öffnen die Schiebetritte links. So, jetzt. Jetzt sind auch die Schiebetritte da. Der BÜ ist immer noch zu. Aber stand ja eh kein Auto da. Von dem her. Und da vorne, da steht schon wieder ein BÜ1. Da vorne kommt er schon. So. Vmax ist hier 60. Wir gucken uns den Zug nochmal von außen an. Vielleicht hier so ein bisschen von den Bergen. Machen wir doch mal eine Vorbeifahrt mit dem hohen Ton. So hier aus dem Gebüsch raus.
ein bisschen Gas können wir, also ein bisschen Leistung können wir schalten. Da kommt wieder BÜ1. Der Bahnübergang ist gesichert. Da war Leistung 2 schon wieder ein bisschen zu viel. Nochmal 1, 2, 3. Die Bedeutung von BE4 ist ja etwa 3 Sekunden lang pfeifen. Man könnte auch sagen, etwa 3 Sekunden lang ZP1 geben, aber das wäre ja der Achtungspfiff. Noch 4 Kilometer, die wir auf der Nebenbahn unterwegs sind. Nächster Halt, Bulai. Ne, Rail. Quatsch, wir halten ja noch in Rail. Da müsst ihr jetzt auch gleich irgendwann kommen. Gut. Ist gerade ein bisschen, wir haben hier natürlich keine Gegenzüge. Auf einem eingleisigen Abschnitt kann man ja nicht kreuzen, überholen oder ja, kann man nicht kreuzen oder überholen. Gut. Kilometer 3,0, 7 Kilometer haben wir schon hinter uns. Das ist hier natürlich echt eine romantische Nebenbahn. Wieso mit dem ganzen Wein? So zwischen die Weinberge. Mosel-Weinbahn hat ja auch keinen historischen Ursprung, sondern das ist ein Neologismus, der sich aus den Wörtern Mosel, der Fluss, der hier lang fließt, und dem Wein zusammensetzt. Daher ist es die Mosel-Weinbahn. Zur Frage, was Neologismus ist. Neologismus ist eine Wortneuschöpfung. So, nächster Halt Rail. Das müsste irgendwo hier vorne sein. Kommt nochmal ein BÜ1. Genau, da vorne ist Rail. Und dann geht es auch auf die Hauptstrecke. So, wir fahren vor bis zur Haartafel, damit hinter uns der BÜ auch aufgeht. So, und wir sind zum Stehen gekommen. Ist der BÜ offen? Nope. Egal. Das
So, wir müssen jetzt gleich wieder weiterfahren dürfen. Und los geht's. Da kommt unser erstes Signal. Das Vorsignal. Das uns eine Langsamfahrt signalisiert. Also Langsamfahrt erwarten. Wir hatten gerade VR2. Jetzt haben wir gleich HP2. So, HP2. Nächster und letzter Halt ist dann auch schon Bulai. Wir haben heute echt nur ein ganz kleines Szenario. So, die die 40 km/h gelten bis hinter die letzte Weiche im Fahrweg. Das ist diese hier. Plus Zuglänge, die wir jetzt haben. Jetzt muss ich mal gucken, was hier denn die Streckengeschwindigkeit ist. Die wird mir hier nicht signalisiert. Ich müsste jetzt eigentlich einen Buchfahrplan haben. Oder Ebola. Weil rein theoretisch könnte auch das, natürlich wäre das hier die letzte Weiche im Fahrweg. Aber da dieser Fahrweg ja nicht für uns gilt, müssten wir hier schon eine höhere, genau, 90 dürfen wir hier schon fahren. Dann wollen wir jetzt auch mal ein bisschen schneller fahren. Da vorne kommt der Süwex. Servus. Runter auf 85. Die 8 natürlich auch bestätigen. So, auf unter 85 in 23 Sekunden. Und wir müssen ja bis zum nächsten Signal auf 40. So, da vorne sind erst die 40, hier gelten jetzt die 80 und wir gucken uns jetzt einmal die Überfahrt der Mosel-Weinbahn über die Brücke an. So, nochmal ein bisschen abbremsen. Und da kommt Rail Adventure mit einem CFL-Zug.
Einfahrt in ein Stumpfgleis. So. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Mal ein was Kleineres, aber ich denke auch, dass das mal interessant war. Somit haben wir auch diese Nebenbahn einmal abgefrühstückt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Train Simulator 2017. Ja, bis dahin und bye bye.